Wir bei Volt finden den Wahl-O-Mat richtig cool. Er ist ein super Angebot, der Wählerinnen und Wählern ermöglicht, verschiedene Positionen von Parteien zu vergleichen und sich einen Überblick zu verschaffen. Problematisch ist dabei, dass man eine Vorauswahl treffen muss und höchstens 8 Parteien miteinander vergleichen kann. Wer also alle Positionen miteinander vergleichen möchte, muss diese Auswahl sehr oft wiederholen. So werden kleine demokratische Parteien benachteiligt und die großen, die ganz oben stehen, werden am häufigsten ausgewählt. Da sehen wir die Chancengleichheit von Parteien, die verfassungsrechtlich verankert ist, als beeinträchtigt an. Deshalb haben wir einen Antrag gestellt, dass die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Mat so umgestaltet, dass man ein gleichzeitiges Vergleichen aller Parteien ermöglicht.